Vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist wirklich schön, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie einmal mehr bereit sind, mich auszuhalten. Ich habe nachgeschaut, es ist bereits das fünfte Mal und langsam habe ich eine kleine Ahnung von diesen Themen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, mit Ihnen die Diskussionen zu führen. Und ich habe mir die Mühe genommen, einmal zu schauen, was war eigentlich vor 5 Jahren, 2014, was haben die Zeitungen im Januar 2014 geschrieben an Schlagzeilen. Da hieß es beispielsweise, Energiewende ist technologisch machbar. Die Versorger müssen ihr Geschäft neu entwickeln. Stromabkommen auf der Ziellinie oder auch Leuthard auf der Warteliste. Das betraf aber nicht das Stromabkommen, sondern die private Photovoltaikanlage der Bundesrätin und ihren Platz in der Warteschlaufe für die KEF zusammen mit 31.000 anderen. Nun, ich schließe daraus, dass wir immer noch über dieselben Themen sprechen. Bei einigen gab es Fortschritt, bei anderen eher wenig. Und ich hoffe, dass wir auch dieses Jahr wieder einige gute Schlagzeilen machen zusammen. Ich zähle auf Ihren Input, auf Ihre Fragen. Wir haben wie immer diese Event-Plattform auf www.dvent.ch/stromkongress-stk18. Dort bitte ich Sie, Ihre Fragen zu stellen. Sie kommen dann zu mir und ich werde Sie gerne hier auf der Bühne jeweils einbringen. Im Moment liegt auch ein blauer Zettel vor Ihnen auf dem Tisch. Das ist die Anmeldung zum Dinner. Wenn Sie am Dinner teilnehmen, dann füllen Sie ihn bitte aus und er wird dann in der Kaffeepause eingesammelt. Nun, was hat sich gegenüber 2014 verändert? Ich würde sagen, man könnte sagen, dass die Energiezukunft noch eindeutiger und mit einheitlichem Willen ganz klar CO2-frei werden soll. Und das ist nicht ganz uninteressant für die Strombranche. Welche Rolle sollen die Stromunternehmen in diesem Szenario spielen? Dazu hören wir uns nicht nur dazu, aber unter anderem die Ansichten unseres ersten Gastes an. Er ist auch, wie Urs Rengel, einer der beiden Gastgeber dieses Anlasses. Er ist der neue Präsident des VSE und beruflich stellvertretender CEO von Alpiq. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Michael Wieder. Guten Morgen. Gentili Signore e Signori, Mesdames, Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn wir bewahren wollen, was wir haben, müssen wir vieles ändern. Dieses Zitat ist auch gleich eine Kurzzusammenfassung meiner folgenden Ausführungen. Es stammt von Johann Wolfgang von Goethe. Der große Dichter wurde in das Milieu einer Frankfurter Großbürgerfamilie hineingeboren. Er war ein Kind jener Zeit, in der sich die Ständegesellschaft auflöste und der Kapitalismus am Horizont erschien. Es entstand eine Wirtschaft, die vor allem durch Mechanismen des Marktes gesteuert wurde und die zentrale staatliche Lenkung verlor an Bedeutung. Auf diesen Markt möchte ich zu sprechen kommen, denn für die Stromunternehmen verändert er sich gerade in drastischer Weise. Und im Gegensatz zu Goethe, der sich zeitlebens nie Sorgen um Geld hat machen müssen, sieht es für die industrielle Strombranche anders aus. Ich habe mir folgende Fragen gestellt. Was ist denn eigentlich ein Markt? Wieso gibt es ihn? Was erhofft man sich von einem Markt? Und seien Sie beruhigt, ich werde nun keine wirtschaftstheoretische Abhandlung vornehmen, doch es erscheint mir wichtig, diese Grundsätze in Erinnerung zu rufen. Die bewegenden Kräfte eines Marktes sind Angebot und Nachfrage. Es gibt ihn, diesen Markt, vor allem, weil der Nachfrager sein Bedürfnis befriedigt sehen will, bereit ist, dafür zu zahlen und es einen Anbieter gibt, der dieses Bedürfnis befriedigen will und dafür Geld erhalten will. Der Ausgleich dieser Interessen wird am Markt durch den Preis gesteuert. Soweit, so gut. Aber was erwarten wir denn von einem Markt? Der Markt soll den Preis bilden. Er soll Kundennutzen bringen.
sondern Wettbewerb, Wertschöpfung, Investitionsanreiz und Effizienz schaffen, sowie Transparenz und Information für die Teilnehmer vermitteln. Er soll überdies ein Treiber von Innovation sein. Wir sind uns einig, das ist ein ganz ambitiöses Pflichtenheft. Noch ambitiöser wird es, wenn wir uns bewusst machen, dass beim Strom die Schaffung eines Angebotes nicht so frei ist. Das Eigentum des Angebots, das heißt der Produktion, ist vorwiegend fast ausschließlich in staatlichen Händen. Der Zubau von neuen Kapazitäten ist heute fast ausschließlich subventioniert, in der Schweiz sowie im Ausland. Und der Zubau geschieht in einem Markt, der bereits übersättigt ist. Das ist eigentlich sowohl betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich unüblich. Mehr als 100 Lenkungs- und Stütz- und Steuermechanismen des Angebots und der Nachfrage sind heute in Europa Tatsachen und haben ihren festen Platz im stromwirtschaftlichen Gefüge. Auch die Nachfrage wird gesteuert. Der Preis fossiler Energieträger wird künstlich tief gehalten, da lässt der CO2 grüßen. Viele weitere marktfremde Beispiele könnte ich an dieser Stelle noch aufzählen. Die ernüchternde Bilanz ist, dass wir primo in Europa zwar den CO2-Anstieg verlangsamen und fast stabilisieren, die versprochene Senkung jedoch noch ganz mutiger, politisch unattraktiver Entscheide bedarf. Und was wir secundo es noch in keinem Land Europas geschafft haben, die Strompreise der Haushaltskunden zu senken. Die europäische Stromlandschaft, zu der wir auch gehören, ja, wir sind integriert in diese, nicht politisch, aber stromerisch, physikalisch. Diese europäische Landschaft ist leider ein sehr heterogenes, mannigfach reguliertes Gebilde geworden, das sich weit vom Wesen eines freien, homogenen Marktes entfernt hat, trotz allen Bemühungen der kompetenten Gremien in Brüssel. Und wieso hat sich der so erhoffte Erfolg eines offenen Marktes nicht eingestellt? Die Gründe sind vielseitig. Ich werde versuchen, einige aufzuzählen. Die Nationen betrachten als erstes Strom als ein strategisch wichtiges Produkt, das notwendig ist, um die Lebensfähigkeit einer Nation aufrechtzuerhalten. Daher wird immer mal zuerst für sich geschaut, zu Recht wahrscheinlich, bevor man übernationale Projekte unterstützt. Das Primat der Versorgungssicherheit verträgt sich nicht immer gut mit einer gewünschten freien Handelbarkeit einer Commodity, also eines Rohstoffes, wenn der Strom denn so eine ist. Dieser politische, volkswirtschaftliche Zusammenhang wurde unterschätzt. Als zweiten Punkt führe ich an, dass die Preisbildung auf dem europäischen Markt sehr geprägt ist von Lenkungsmechanismen, von den tief gehaltenen CO2-Preisen, von den tiefen Preisen von fossiler Energieträger selber, von den eindrücklichen Subventionen und den erschaffenen Überkapazitäten. Als drittes sehe ich einen Grund darin, dass der Energie-Only-Market, das heißt die einfache Vergütung der tatsächlich gelieferten Menge von Strom, hat nicht gehalten, was man sich erhofft hat. Es gibt kein Land in der Europäischen Union, das diesen Markt nicht hat ausgleichen müssen, nicht ergänzen müssen durch Begleit-, Lenkungs- und Stützmaßnahmen. Ein vierter Punkt, ohne jetzt abschließend zu wirken, denke ich auch, dass die Wirkung und die Schnelligkeit der Entwicklung von neuen Kundenbedürfnissen, Ansprüchen, von neuem Kundenverhalten, neuen Technologien und auch Innovation in unserer klassischen Stromwelt unterschätzt wurde. Wir sehen schon, das ganze Strommarktdesign wird uns alle europaweit in den nächsten Jahren intensive Debatten, Erwägungen und Verhandlungen abfordern. Ohne Innovation und nachhaltiges Wirtschaften zu bremsen, sind neue Regeln und Rollen zu finden, die das Zusammenspiel aller Akteure neu definieren.
Wir werden konfrontiert sein mit einem breiteren und wenig beeinflussbaren Produktionsmix, mit smarteren Übertragungs- und Speichertechnologien sowie mit anspruchsvollen Konsumenten und Prosumern, bei welchen fast unbeschränkt Informationsfülle vorhanden ist und sein wird. Die Schweiz hat eine gute Ausgangslage im Rahmen der Umsetzung und darüber hinaus der Energiestrategie 2050, die nächsten entscheidenden Jahre nachhaltig und besser zu gestalten. Wir haben bereits ein zu 95% ein CO2-freies Erzeugungsportfolio, 60% dieses Portfolios sind bestehend erneuerbar. Den Großteil, wir wissen das, macht das Wasser aus. Während Deutschland 26 Milliarden Euro im Jahr und mehr ausgibt für eine Energieproduktion von 26% erneuerbarer Energie, haben wir die 60 bereits unterstützungslos geschafft. Die Ausnahmen sind die KEF und die Marktprämie. Wir verfügen weiter über eine exzellent ausgebaute Netzinfrastruktur und haben sehr gute, ausgebildete und professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für unsere Branche verantwortlich zeichnen. Auch wenn wir Schweizer nicht immer die Early Movers waren, haben wir es verstanden, aus Änderungen und Wechsel Wert zu schöpfen. Wie sollen wir nun denn vorgehen? Was sollen wir tun? Ich sehe auch hier einige Hauptthemen, die wir als Branche zusammen mit den Kunden, dem Bund, den Kantonen und der Politik angehen sollen und müssen. Vorher sollten wir eine gute Auslegeordnung und damit ein gemeinsames Verständnis für die Problemstellungen und die Ziele definieren. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Hand aufs Herz, ich glaube nicht, dass wir diesen Schritt bereits gemacht haben. Nichtsdestoweniger, die fünf Hauptthemen, die ich anreißen möchte, sind: Das erste ist Europa. Wie ich bereits angedeutet habe, steht es mit dem freien Strommarkt in der EU nicht zum Besten. Trotzdem, wir die Schweiz sind seit über 60 Jahren Teil des europäischen Verbundnetzes, das 1951 entstanden ist. Das heißt, wir sind von der Physik eingebunden. Auch eine kommerzielle Einbindung bringt für uns ganz klar mehr Vor- als Nachteile und vereinfacht vieles. Selbstbewusst sollten wir aber in den nächsten Monaten Lösungen suchen, die für unser Land nachhaltig gut sind, mit oder ohne institutionelles Abkommen, mit oder ohne Stromabkommen. Lösungen werden wir mit Europa und den Nachbarländern finden wollen und müssen. Ein zweiter Themenbereich ist die Organisation des Strommarktes Schweiz. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Wir können sowohl den Weg der stärkeren Regulierung sowie jenen der marktorientierten Struktur einschlagen. Für das gemeinsame Verständnis ist es wichtig festzuhalten, von welchem Markt man spricht. Der Großhandelsmarkt ist bereits heute frei, offen, liquide und mit vielen Akteuren besetzt. Gerade im Kurzfristbereich setzt er in der Regel auch marktlogische Preissignale. Der Endkundenmarkt ist, wie wir wissen, nur teiloffen. Unser jetziges Gesetz sieht eine Lösung vor, einen offenen Markt in diesem Artikel 7 mit Beibehalt einer Art Grundversorgung, das heißt für alle Kunden einen diskriminierungsfreien, freiwilligen Zugang zum Markt. Das BFE hat den Vorschlag einer vollständigen Marktöffnung mit einem strategischen Energiereserven und allenfalls in wirtschaftspolitischen Begleitmaßnahmen angekündigt. Eingangs habe ich über die Erwartungen an einen Markt gesprochen, wie Preisbildung, Effizienz, Transparenz, Innovation, Wertschöpfung. Sollte es sein, und das kann passieren, weil es in verschiedenen Ländern in Europa passiert ist, dass eben das einfache Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage diese gewünschten Ziele nicht bringen, gibt es Mittel, Anreize und Maßnahmen, und wir werden nicht die Ersten, die anzuwenden, die zu gleichen Zielen führen können.
Wir wissen auch, dass Versorgungssicherheit und die Frage nach Autarkie oder nicht die Diskussion über die Marktorganisation nicht vereinfachen werden. Ganz zum Schluss muss schließlich jedes Marktdesign dann auch politisch durchsetzbar sein. In diesem komplexen Themenbereich und Kontext der Marktorganisation finden wir den Nerf de la Guerre der Zukunft der Strombranche und der Schweiz. Hier werden wir als Branche gefordert sein und Position beziehen müssen im Interesse der Unternehmen und im Interesse einer sicheren, effizienten, wertschöpfenden Stromversorgung unseres Landes. Ein dritter Themenkreis ist die neue Energiewelt. Über Jahrzehnte haben wir von Stabilität profitiert. Innovation, neue Technologien, Digitalisierung, neue Anwendungsbereiche, neue Kundenbedürfnisse werden unsere Stromlandschaft nun einschneidend verändern. Neue Akteure werden in den Strommarkt eintreten, auch dezentrale Speicher und Erzeugung sowie Netzkonvergenz werden das bestehende System ergänzen. Die Kilowattstunde, so wichtig sie auch bleiben wird, wird als Produkt seinen Charakter ändern. In der zu schaffenden Strommarktordnung in der Schweiz sind diese Entwicklungen fester Bestandteil und nicht wegzudenken. Umso mehr möchte ich Folgendes festhalten: Die klassische Welt des Stroms und der heute bestehenden zentralen Erzeugungs- und Netzinfrastruktur werden wir noch lange brauchen. Zwar wird die Zahl der Gebrauchsstunden zurückgehen und kleiner werden, aber die Zuverlässigkeit der Anlagen darf nicht kleiner werden. Das heißt aber, wir werden gleiche Kosten haben für diese zentrale Struktur, aber weniger Einnahmen durch diesen gesunkenen Gebrauchsstundenanzahl. Die Wirtschaftlichkeit der notwendigen zentralen Stromwelt wird so auf dem Spiel stehen. Die industrielle Verflechtung dieser zentralen Welt wird von höchster Wichtigkeit sein. Wir sollten uns jedenfalls nicht zwei parallele Stromwelten leisten, denn das ist der Hauptgrund, wieso in Deutschland der Haushaltskunde im Jahr 2013 Cent die Kilowattstunde und heute 29 Cent die Kilowattstunde bezahlt. Die politische Agenda ist ein weiterer Themenkreis. Einige wichtige Termine sind für den Gesetzgeber bereits gebucht. Die KEF und die geltende Empfehlung für die Höhe des Wasserzinses haben ihr Verfalldatum. Auch im gesetzgeberischen Prozess sind Meilensteine gesetzt. Es liegt an uns vorzubeugen, dass wir nicht in isolierte und abgesonderte Lösungen verfallen. Wir hätten zwar dann die einzelnen Puzzlesteine, sie würden aber nicht mehr ineinander passen. Ein Flickwerk statt einer belastbaren Marktordnung wäre die unwirtschaftliche Folge. Der letzte Themenkreis, den ich ansprechen möchte, ist die Rolle der Branche. Wir wissen um die heterogene Struktur unserer Strombranche. Auch die Interessenlagen sind vielfächerig. Betriebswirtschaftliches Unternehmertum und Service Public sind nicht immer gut vereinbar. Wir halten uns aber vor Augen, dass wir zu über 90% der öffentlichen Hand gehören, übergeordnete Interessen wie eine nachhaltige, transparente, wertschöpfende und effiziente Strommarktstruktur für unser Land sollte daher allen Akteuren, den Unternehmen und den Eigentümern gemein sein. Wir sind gefordert, diese doppelte Verantwortung wahrzunehmen. Wenn wir bewahren wollen, was wir haben, müssen wir vieles ändern, habe ich anfangs Goethe zitiert. Bewahren müssen wir vieles, auch wenn diesem Wort heute etwas Rückständiges anhaftet. Ich spreche aber schon von der Verantwortung, die wir tragen für Versorgungssicherheit, der Qualität und Zuverlässigkeit der Infrastruktur, der Wertschöpfung der Unternehmen und vieles mehr. Aber eben, um dies zu bewahren, hierzu müssen wir vieles ändern, in Bezug auf Bewährtes wie in Bezug auf Neues. Wir erleben alle zusammen bewegte, interessante und wegweisende Zeiten. Wir haben die Möglichkeiten, diese Zeiten mitzugestalten. Ich bin überzeugt, dass der Stromkongress mit den Referaten, den Referenten und den informellen, immer interessanten Gesprächen dafür eine ausgezeichnete und bereichernde
Plattform sein werden. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen anregenden und einen angeregten Stromkongress und danke Ihnen fürs Zuhören. Danke. Vielen Dank, Michael Wieder. Wenn Sie vielleicht zu mir ein wenig auf die Mitte der Bühne kommen, nur eine oder zwei kurze Fragen zum Schluss. Ich werde später von den Strombaronen sprechen. Das sind so die Schlagzeilen, die man dann jeweils liest. Nun frage ich mich, wenn ich das höre, gibt es eigentlich noch Strombarone oder ist das eher eine Art verarmter Landadel? Ist eine gute Frage. Sind die Barone zu Fürsten geworden? Ich weiß es nicht. Nein, aber ich denke, die Welt hat sich massiv geändert und es hat auch kein Platz mehr für Barone. Die großen Stühle und die komfortablen Esstische sind weg. Wir sind gefordert von der Umwelt. Ich denke auch, dass wir gut gerüstet sind, dieses drastisch sich ändernde Umfeld entgegenzunehmen und dort unsere Geschäftstätigkeit hineinzubewegen. Darüber werden wir sprechen in den nächsten 1,5 Tagen. Nur eine kurze Frage zum Schluss. Wie warm heizen Sie in den eigenen Wohnräumen? Bei ganz kalten Tagen 22 und sonst 20. Sehr gut. Ich komme darauf zurück. Okay. 20 Minuten hat vor kurzem getitelt, dass die Schweizer ihre Wohnungen immer stärker heizen. Es hat ein großes Feedback erhalten. Die SBB wollen ja testen, ob sie die Temperatur in ihren S-Bahnen senken können, eben von 22 auf 20 Grad. Meine Wärme, ich habe nicht ein sehr großes Haus, ein mittleres Haus. Meine Wärmepumpe gibt nicht mehr her. Als nicht mehr her. Ich muss unbedingt jetzt zur Photovoltaik greifen, sonst wird das ein Desaster. Nein, aber 22, das ist. Das ist 22 ist in Ordnung, aber ich wünsche Ihnen trotzdem dann viel Erfolg bei der Umstellung auf die PV. Danke. Herzlichen Dank, Michael danke, Wieder. Danke. Ja, meine Damen und Herren, nächste Woche ist der amerikanische Präsident Donald Trump in der Schweiz am World Economic Forum. Für ihn hat die Klimapolitik, man kann sagen, glaube ich, nicht eine besonders hohe Priorität. Es ist trotzdem erstaunlich, wie auch in den USA die erneuerbaren Energien recht schnell zulegen. Beispielsweise wurden im Solarbereich vor 7 Jahren rund 1 Gigawatt Leistung installiert. Dann 2016 waren es bereits 14 Gigawatt. Das ist eine Zahl.